Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag. Ich grüße euch ganz herzlich. Wir haben den 24. Februar. Der Monat nähert sich jetzt dann langsam, aber sicher auch dem Ende. Und wir wollen uns heute, ihr seht das schon, dem Euro gegenüber dem britischen Pfund zuwenden. Denn hier ist eben auch die Frage, ja, ob hier auch ein Ende in Sicht ist, der Preisschwäche. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer im Chart anschauen. Ganz klar natürlich die Intention dessen, dass wir hier den Euro ja vielleicht in einem Chanceverhältnis sehen, in einer guten Chance, dass es hier vielleicht trotz des Ausbruchs nach unten im Sinne einer Unterstützung weitergehen kann. Im Sinne einer Unterstützung deshalb, weil wir hier uns mal den Stundenchart anschauen und da sieht man hier so ein Stück weit ein Support-Level mit den heutigen Tiefs. Dazu aber mal später mehr. Wir gehen jetzt mal auf das größere Bild erstmal ein. Der Wochenchart im Big Picture, beziehungsweise halt vielmehr im Monatschart, zeigt ja, dass hier unlängst klar die Schwäche des britischen Pfunds hier dem Euro in die Karten spielte. Wir haben im Prinzip auch damals schon ein lang ausgegebenes Korrektur- oder Erholungskorrekturziel vielmehr in Aussicht gestellt. Der Bereich von 0,90 wurde hier schon relativ lange genannt, insbesondere auch hier natürlich dieses Widerstandslevel 0,8760. Diese zwei Levels wurden nach oben hier mit Bravour erreicht. Ja, und seitdem haben wir so eine gewisse Unentschlossenheit, eine gewisse Schwäche. Wir sehen auch, dass das untere, so jetzt machen wir nochmal einen Reload hier, dass das untere Bollinger Band auch nach oben zieht, das obere sich so ein bisschen eindreht. Das spricht dafür, dass hier diese starke Aufwärtsbewegung erstmal beendet ist. Aber erstmal hier im Big Picture, schauen wir nämlich mal auf das kleinere Bild, hier vom Monats in den Tageschart. Das ist natürlich jetzt schon ein extremer Sprung, aber nichtsdestotrotz sieht man im Prinzip hier die laufende Konsolidierung, seit eben hier die Marke von 0,90 wieder unterschritten wurde. Hier gab es damals auch ein schönes Seasonal Pattern. Der ein oder andere wird sich hier im Dezember vielleicht an diese Ansage erinnern. Das ging buchstäblich perfekt auf. Seither sehen wir aber hier seit Mitte Januar wieder eine klare Schwäche. Und nachdem es auch hier schon Mitte Februar wiederum zu einem neuen Verlaufstief gekommen ist, also hier ein Mehrwochentief im Hinblick auf das Tief hier vom 3.1. Ja, fielen die Notierungen nicht direkt weiter, sondern erholten sich nochmal kurz und da hatten wir auch unlängst eine Einschätzung, okay, wenn es hier über 0,8550 rausgeht, dann haben wir hier weiteres Erholungspotenzial in Richtung 0,87 rund, aber dazu kam es nicht. Ihr seht, dass die aktuelle Handelswoche hier mit absoluter Schwäche geprägt. Jetzt haben wir eben im Prinzip auch wieder ein neues Verlaufstief gemacht und der graue Pfeil, der hat hier im Prinzip schon seine Relevanz, denn rein technisch mit immer wieder tieferen Hochs und tieferen Tiefs haben wir eine intakte Abwärtsbewegung und es spricht viel dafür, dass wir die 0,8350 anlaufen. Hier sehr starkes Unterstützungslevel. Also das wäre hier durchaus ein Niveau, wenn der Euro gegenüber dem britischen Pfund dahin läuft, dann hätte man hier durchaus Chancen, günstig einzukaufen. Aber die Frage ist eben, ob er es tut. Es gibt jetzt mehrere Optionen, die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Zum einen muss es nicht, gerade im Hinblick auf den Stundenchart und hier diese Stabilisierung der letzten Tiefs knapp über 0,8420, das sieht sehr, sehr gut aus. Könnte im Prinzip auch hier so eine Art kleiner Fake sein, ja, sowas wie wir praktisch hier gesehen haben. Also immer wieder, wenn neue Tiefs gemacht wurden, kam es ja dann daraufhin nicht zu einer weiteren, größeren Schwäche, sondern immer erstmal zu einer Gegenbewegung. Und das könnte vielleicht diesmal auch passieren. Zudem, wir haben heute, das sehen Sie gleich, noch ein bullisches Intraday-Fuzzy-Pattern, was hier eigentlich Potenzial auf der Oberseite verspricht. Also jetzt muss man mal sehen, wie der Euro sich hier weiter mausert. Auf den Tageschart bezogen und auf die aktuelle Erholung. Und natürlich, Sie wissen es, was kommt jetzt? Ich zeige Ihnen natürlich auch wieder die Saisonalität. Haben wir hier leichten Rückenwind, ja, bis in den März hinein. Also nächste Woche könnte ganz gut verlaufen. Auch heute schon dürfte es einen positiven Bias geben können. Wie gesagt, positive Fuzzy-Vektorlogik zeige ich euch gleich. Sehr, sehr starke Pattern. Aber auch der Freitag hier statistisch gesehen während der letzten 52 Handelswochen für den Euro gegenüber dem britischen Pfund ein bullischer Verlauf. Insofern, der graue Pfeil ist zwar aktiviert worden, würde ich aber gerade, wenn ein neues Tageshoch kommt, durchaus präferieren, dass wir hier in Richtung 0,85 plus laufen können. Ja, dass wir hier praktisch eine Erholungsbewegung heute sehen. Und die könnte sich dann mit Blick auf die kommende Woche sogar dann in Richtung 0,8550 und gegebenenfalls höher aufbauen. Dann muss man sehen, ob die Kraft reicht, hier eine weitere Fortsetzung der Erholungsbewegung zu initiieren. Falls nicht, dann dürften sicherlich neue Tiefs folgen und das wäre dann im Prinzip aber auch eine Trading-Chance. Geht es hier deutlich über 0,85 raus, dann hätten wir hier sogar noch ein mehr
noch mehr Potenzial auf der Oberseite, dürfte dann in Richtung 0,87 gehen. Machen wir mal grau gestrichelt als zweite bullische Option, falls die Bullen, wie gesagt, hier wirklich aufdrehen wollen. Ansonsten neues Tief unterhalb von 0,84 insbesondere, dürfte dann die 0,8350, ist nicht so weit weg, aber dann vielleicht auch die 0,8250 aktivieren. Also neue Tiefs wären definitiv bärisch zu sehen. Deswegen mal hier die neue Variante. Nur aktiv, wenn wir hier eben wirklich auch heute weiter nach oben rausziehen. Wir haben 10:30 Uhr News aus Great Britain. Wir haben heute am Nachmittag auch noch ein Stück weit was aus den USA. Dürfte den Euro aber eigentlich gegenüber dem britischen Pfund nicht so sehr tangieren. Aber hier 10:30 Uhr aufgepasst. Hypothekengenehmigung Januar. Mal abwarten, wie es da wieder zur Sache geht. Das britische Pfund ja immer bei News sehr, sehr, ja, angetrieben in die eine oder andere Richtung, also hohe Volatilität darf man zumeist 10:30 Uhr erwarten, nicht immer, aber zumeist. Aber wie gesagt, jetzt hier mal ein Stück weit eine Biasdrehung beim Euro gegenüber dem britischen Pfund, weil eben auch saisonell und mit den Verhaltensarten der letzten Zeit hier durchaus eine Erholungsbewegung möglich scheint. Gut, speichern wir das kurz ab und gehen jetzt mal in den Stundenchart, finally von oben nach unten. Und ja, Abwärtsbewegung ist klar. Wir stehen aber aktuell am Pivot Point. Haben da gerade einen kleinen Rücksetzer vollzogen. Ist aber wie gesagt interessant, was hier abläuft. Wir haben ein Support Level mit den heutigen Tiefs hier, also den Tiefs aus der gestrigen Nacht, der heutigen Asia Session und eben auch vom Vortag hier eigentlich einen sehr schönen Bias, der uns ein Unterstützungslevel beschert. Das ist schon mal Fakt. Zudem haben wir. Müssen wir das mal klein machen, damit ich das reinziehe. Da. So. Hier heute mehrere Pattern. Das ist das 7 bis 22 Uhr Pattern. 472 Erscheinungen bei 67%iger Trefferquote. Das Ganze wird noch besser, wenn wir in den 24-Stunden-Modus klickern. Da sehen wir hier 681 Erscheinungen bei 72%. Und die Erwartung heute 0,8509 in dem 4, in dem 7 bis 22 Uhr Modus oder 0,8506 hier im 24-Stunden-Modus. Letztlich bullischer Handelstag, bullisches Pattern, Unterstützung bei 0,8420. Genau auch da haben wir heute das Tief theoretisch gesehen. Und wenn das Pattern seine Erwartungshaltung erfüllt, dann dürften wir bei einem neuen Tageshoch mit Etablierung über den Pivot Point durchaus in Richtung 0,85 plus laufen können. Und das skizzieren wir jetzt einfach mal hier rein. Gerade wenn eben die Etablierung über den Pivot Point gelingt. Also hier beispielsweise ein 15-Minuten-Schlusspreis darüber spricht viel dafür, dass wir dann hier in Richtung 0,85 raufziehen und zum Handelsende dann natürlich wieder ein Stück weit zurücksetzen. Grundsätzlich aber hier praktisch die Möglichkeit gegeben. Machen wir hingegen ein neues Tagestief, nach Fuzzy-Vektorlogik dann praktisch auch gar nicht vorgesehen anhand der Erscheinung der letzten Jahre, dann wäre es aber so, dass wir hier richtig oder sicherlich in Richtung 0,8350 abdriften dürften. Und dann wäre praktisch hier die bullische, das bullische Szenario vom Tisch. Aber grundsätzlich kann man das hier nochmal präferieren. Wenn es eben einen Anstieg über den Pivot Point gibt, dann haben wir mit dem Fuzzy-Vektor-Logging-Pattern hier durchaus schönes Potenzial auf der Oberseite da was zu sehen. Eben auch vor dem Hintergrund des Wochentages könnte sich da was etablieren. Dafür brauchst du aber natürlich Buying Power. 10:30 Uhr dürfen wir mal sehen, was da passiert. Grundsätzlich, wie gesagt, sieht das mal nicht so schlecht aus. Auf Tagesbasis haben wir auch schon alles skizziert. Insofern wären wir heute ja schon wieder am Ende der Sendung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, geben Sie uns ein Däumchen hoch auf YouTube. Schauen Sie da ruhig mal rein, abonnieren Sie unseren Kanal. Und ansonsten natürlich, Sie wissen es, Fair Play mit Just, Fair and Direct und JFD Brokers. Sie sollten immer prüfen, mit wem Sie handeln und ob dieser Sie auch fair am Markt ausführt. Ich sage danke fürs Einschalten, wünsche vorab ein schönes Wochenende. Wenn Sie mögen, hören wir uns in der kommenden Woche wieder. In diesem Zusammenhang ein angenehmes Wochenende, Ihr Chris Kämmerer und tschüss.